Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt heimlich beobachtet. Wer von euch hat zum Beispiel schon mal heimlich ein Verbrechen beobachtet oder anderen heimlich beim Sex zugesehen? Wer von euch ist Stalking-Opfer und wer von euch hat schon gestalkt? Und wer von euch wurde schon generell heimlich beobachtet, im Allgemeinen heimlich beobachtet, vielleicht durch den Arbeitgeber oder vielleicht durch den Partner oder die Partnerin? Vielleicht hat der Partner euch gefilmt oder irgendwie anders heimlich aufgenommen. Ihr könnt sehr gerne zu dem Thema anrufen, wenn ihr euch mit mir darüber unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Christoph und der ist 48. Guten Morgen. Hi Domian. Hallo Christoph. Schön, dass du da bist. Zum Thema heimlich beobachtet. Ja, genau. Ja. Ja, ich schieß mal direkt los. Und zwar wollte ich mit dir eine kleine Zeitreise machen. Anfang der 80er Jahre war es. Ja, ich war so 13, 14. Und es war damals so, anders als heute, drei Fernsehprogramme. Mhm. Ich habe einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Und wenn meine Eltern abends aus dem Haus oder unsere Eltern abends aus dem Haus waren, bedeutete das Fernsehabend für uns. Und Elternabend, was weiß ich, wo die waren, keine Ahnung. Irgendwie. Und ja, einer von uns musste immer am Fenster stehen und gucken, wann die denn zurückkamen, um dann ganz schnell in die Zimmer zu verschwinden und so weiter. Ja. An besagten Abend war ich das. Und es war also so, kleine Straße musst du dir vorstellen, links ein Grundstück unbebaut. Wir in der dritten Etage oder zweite Etage und gegenüber waren ein, ich sag mal, quergelegtes Hochhaus. So, also sehr breit, irgendwie drei Etagen hoch, sehr viele Apartments. Ja, und ich stehe am Fenster, beobachte die Straße und irgendwann fällt mein Blick in ein Apartment und blieb dort sehr, sehr lange kleben, weil da war also gerade ein Pärchen dabei und hatte wirklich heftigen Sex, was ich in dem Alter dann zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Wie viele Meter trennten dich von der Wohnung dieses Pärchens ungefähr? Ja, es war keine, also mehr oder weniger eine einspurige Straße. Ja. Also man musste schon ausweichen, wenn sich zwei Autos entgegenkamen. Plus auf unserer Seite noch auf dem Bürgersteig so ein paar Bäume, so niedrigere. Ja. Und, also man konnte schon ganz gut dahin gucken. Ja, ja, damals waren meine Augen auch noch besser und ich habe da schon sehr viel mitbekommen, muss ich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass das hell beleuchtet war, das Zimmer, in dem die zugange waren. Ja, das Sofa stand auch strategisch günstig direkt vor dem großen Fenster. Davor war noch ein Balkon mit einer Balkontüre. Also ich hatte wirklich den vollen Einblick. So, hier standst du, der kleine Kerl, der kleine Christoph stand dann wie gebannt am Fenster. Und, ja. Und dann? Ja, ich habe mir das angeguckt und wusste nicht, wie mir geschah. Muss ich sagen, ich fand es natürlich höllisch interessant. Und ich meine, wenn ich mir das heute überlege mit den Sachen, die jetzt heutzutage jedes Kleinkind hat, Smartphones und was weiß ich nicht noch alles, und man zugemüllt wird mit jedem möglichen Mist und so weiter, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, wie unbedarft ich damals im Prinzip war. Ja, es war die Zeit war halt anders. Ja, eben, genau. Und insofern ist heute eigentlich nicht so was unbedingt Besonderes, würde ich mal behaupten wollen. Ja. Oder so. Aber damals war es das halt. Und also wie lange standst du denn dann noch da? Und ja, was hast du gesagt? Das war gut und gerne eine Dreiviertelstunde. Und der Bruder guckte weiter Fernsehen?
Mein Bruder, meine Schwester wussten davon nichts. Die haben sich vielleicht danach gewundert, das weiß ich nicht mehr, dass ich ab zu diesem Zeitpunkt dann immer derjenige sein wollte, der am Fenster stand, an besagten Fernsehabenden. Es war also ein einmaliges Erlebnis, ist danach niemals wieder mit dieser Nachbarin passiert. Wie ist es nie wieder mit der Nachbarin passiert? Ja, ich habe sie niemals wieder beobachten können. So. Also ich hatte es mir immer gewünscht an den folgenden Fernsehabenden, wenn wir alleine zu Hause waren. Aber es ist dann auch mit niemand anderem passiert. Nicht nur nicht mit der Nachbarin, sondern mit keinem. Nein. Verstehe. Nein. Kanntest du denn diese Frau vom Sehen? Ich kannte sie nicht, aber ab dem Zeitpunkt habe ich sie natürlich auserkoren als der Inhalt meiner feuchten Träume damals. Wusstest du denn zu diesem Zeitpunkt, wie es geht? Schon? Oder hast du es da gesehen? Ja, gesehen habe ich das zum ersten Mal. Ich denke mir aber, dass ich ungefähr wusste, wo der Hase im Pfeffer lag. Okay. Also das schon, aber wie genau und so weiter und so fort bestimmt nicht. Nee, das nicht. Eine kleine Voyeur-Geschichte. Haben wir da gehört. Ja, witzig ist als kleines Schmankerl noch, 4 Jahre später habe ich in der Buchhandlung in diesem Ortsteil eine Buchhandlerlehre aufgenommen und eine meiner ersten Kundinnen war besagte Frau. Wenn die wüsste, was du gesehen hast. Ja, wenn die das gewusst hätte, irgendwie, ich kann mich noch erinnern, dass ich kaum ein Wort rausgebracht habe und definitiv schwitzige Hände hatte. Ich frage mich ja immer, wenn Leute so etwas machen, ob die das bewusst machen, damit jemand zuguckt oder ob die Leidenschaft so über sie hinkommt, dass sie alles vergessen. Ja, ich habe das ja gerade mit dem Garten gesagt, neben unserem Haus. Also ich habe mir das die ganzen Jahre nur noch dadurch erklärt irgendwie, weil also unter uns war ein Kindergarten und da war niemand nachts. Irgendwie bei uns war halt Licht an, gut, die Rollos waren runter. Ich weiß es nicht, aber die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Naja, es gibt ja nun auch viele Leute, die einen gewissen Thrill dadurch empfinden, wenn sie sich vorstellen, da guckt jemand heimlich zu. Vielleicht unterhalten wir uns heute Abend mit so einer Person auch noch. Ja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben und mir das anhören. Christoph, danke schön für deine kleine Geschichte und alles Gute wünsche ich dir. Jo, dir tschüss. Auch. Ciao. Irgendwas stimmt hier heute nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist es euch auch schon aufgefallen? Zumindest den Fernsehzuschauern? Ich kann so nicht arbeiten. Hier fehlt was. Ich habe gerade vergessen, den kleinen Hirschen hier hinzustellen. Und hier muss immer alles stimmen, damit auch richtig alles gut funktioniert. Wenn jetzt vielleicht ein netter Mitarbeiter von mir den kleinen Hirsch holen könnte, fände ich das super. Meine nette Maike, die Redakteurin, ich sehe sie hier durch die Glasscheibe, geht jetzt raus zum Schrank und wird gleich den kleinen Hirsch holen. Damit das auch alles so seine Richtigkeit hat, so wie wir das hier gerne mögen. Ja, heimlich beobachtet. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal heimlich beobachtet wurden und das irgendwie da mitbekommen haben. Oder gerne auch mit Leuten, die heimlich beobachten oder beobachtet haben. Telefonnummer 0800 220 50 50. Jetzt frage ich mich gerade, wo die Maike bleibt. Eigentlich ist der Schrank, wo der kleine Hirsch versteckt ist, gleich um die Ecke. Aber wir machen mal weiter, vielleicht kommt sie gleich und dann ist der kleine Hirsch auch hier. Hier ist Lisa. Lisa ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Lisa. Hallo. So, auch zum Thema heimlich beobachtet. Ja, genau. Also das Komische bei mir war eben, ich wurde quasi virtuell beobachtet. Also es ging alles übers Internet, über Facebook und ich habe das Ganze auch 2 Jahre gar nicht mitbekommen. Du wurdest virtuell beobachtet, über Internet, über Facebook. Erklär mal. Ja, so würde ich das beschreiben. Also es ist ein bisschen kompliziert. Es war eben so, dass ich das, also ich selbst, das alles erst im Januar herausgefunden habe, dass es da eben jemanden gab, der sich da ein Profil erstellt hat bei Facebook, das er halt komplett erfunden hat. Falsche Bilder, falscher Name, alles. Mhm. Und ich war der Annahme, dass mein Profil komplett privat ist, dass man das da niemand was sehen kann, der nicht mit mir befreundet ist. Mhm. Aber das war wohl nicht so. Anscheinend konnte jeder trotzdem auf meine Freundesliste zugreifen. Lisa, und ich hatte da. Lisa, ganz kleine Unterbrechung. Ich bekomme gerade Besuch im Studio.
Ja. Maike Wüllner, meine nette Redakteurin, kommt gerade rein. Ja, kein Problem. Und bringt mir den Hirsch. Vielen, vielen Dank, Maike. Hier ist er. Das ist ein ganz kleiner Hirsch, ihr lieben Radio-Zuhörer. Den stelle ich jetzt unter den weißen Hirsch. So, und jetzt ist alles wieder gut. So, Lisa, wir hören dir weiter zu, sehr aufmerksam. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, dass du eine Seite hast, wovon du ausgegangen bist, dass nur deine Freunde dich da sehen. Und, genau, richtig. Ja. Genau. Und diese Person hat eben über diese 2 Jahre, davon wusste ich gar nichts, Leute aus dieser Liste angeschrieben. Und ich muss wirklich sagen, da hatte ich jetzt auch nicht nur mir nahestehende Leute drin, da hatte ich also über 1000 Leute, ich habe mich gar nicht so unsicher gefühlt irgendwie, aber ich hatte da wirklich sehr viele Leute drin. Und hat die Leute eben angeschrieben und hat sich als meinen Freund ausgegeben, als meine Affäre, als meinen Ex-Freund, als mein One-Night-Stand. Da gab es ganz viele Versionen. Und hat dann eben über die Masche versucht, an Informationen über mich zu kommen. Zum Beispiel, hi, kennst du die Lisa? Ich habe die letzte Woche nach Party mitgenommen. Ich kann sie gar nicht einschätzen. Was kannst du mir über sie sagen? Das gab's. Also der hat quasi deine Freunde ausgehorcht. Genau, also Freunde würde ich es aber wirklich jetzt nicht nennen. Also er hat deine Leute. Die Leute ausgepickt. Aber ich verstehe das nicht. Wie kann er denn sehen, dass das deine Leute waren, wenn er nicht auf deine Seite kam? Ja, das sage ich ja. Also ich dachte, also es ist komplett privat, aber jeder Facebook-Nutzer konnte trotzdem meine Freundesliste sehen. Aber ich war mir darüber nicht im Klaren. Hast du es nicht richtig eingestellt? Ja, also ich dachte, man kann nicht sehen. Ich habe das eben so eingestellt, dass es privat ist, aber das war eben nicht so. So, und er hat dann also nur Frauen angeschrieben und also ich weiß zum Beispiel von mindestens 15 Leuten, aber es werden mit Sicherheit viel, viel mehr gewesen sein und hat dann eben über diese Masche, wie ich schon sagte, versucht, an Informationen zu kommen. Okay, und im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, er weiß alles. Also er weiß, was meine Eltern beruflich machen, er weiß, wo ich studiere, was meine Hobbys sind, er weiß alles. Gut, aber da bist du ja selbst schuld. Wieso postest du das alles auf deine Seite? Nein, ich poste gar nicht. Er hat eben mit diesen Leuten geschrieben. Ach, die haben das denn Ach, jetzt verstehe ich. Ja, also ich habe das alles nicht, das war alles privat. Und ich dachte ja, ich bin überhaupt nicht so ein Facebook-Typ. Aber da er eben mit diesen Leuten sprechen konnte, er hat sich dann ein richtiges Netzwerk aufgebaut über die Zeit, über diese 2 Jahre. Und das ging halt auch immer sehr schnell um Sex. Also er hat dann damit geprahlt oder auch manchmal ganz schlecht über mich gesprochen, dass er mit mir schläft und keine Ahnung, sich da ganz konkrete Geschichten noch ausgedacht. Keiner von diesen Leuten, die er befragt hat, die er angebaggert hat, keiner von diesen Leuten hat dich mal angesprochen und hat gesagt, pass mal auf, da fragt mich so ein komischer Typ irgendwelche Sachen nach dir. Ich habe es auch nicht glauben können, wie man sowas tun kann. Also er hat sich wirklich auch zum Teil mit 2, 3 Leuten über diese 2 Jahre konstant fast jeden Tag geschrieben. Kanntest du diese Leute denn näher? Nein, also das waren alles keine Leute, denen ich nahestehe, aber trotzdem verstehe ich nicht, also sie kennen mich persönlich, aber wir stehen uns überhaupt in keinem Verhältnis, aber trotzdem ist mir nicht klar, wie man sowas tun kann. Und aber es war dann wohl irgendwann so, dass diese Frauen dann auch gesagt haben, du, mir wird das hier gerade ein bisschen zu krass oder ich glaube dir nicht mehr, weil er sich halt so verstrickt hat in diese Geschichten. Also es wurde also wirklich richtig schlimm. Zum Beispiel habe ich gerade auch schon erzählt, hatte ja einer gesagt, ich bin gerade mit Lisa im Urlaub und hat auch irgendwelche Bilder verschickt. Ich weiß auch nicht, wo er die Bilder her hat. Und er hat dann die Bilder von dir verschickt aus dem Urlaub? Ja, wo ich in meinem privaten Urlaub bin, die ich auch nie im Internet habe. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Bilder hat er verschickt? Das heißt, an die Bilder ist er irgendwie rangekommen? Genau, ich bin gerade mit Lisa im Urlaub und hat diejenige zum Beispiel gefragt, du, was macht die Lisa eigentlich die ganze Zeit, wenn du hier mit mir schreibst? Und dann hat er zum Beispiel sowas gesagt wie, ach, die habe ich gerade so weggemacht, die schläft. Er hat aber in dieser Zeit nie versucht, direkt an dich ranzukommen. Nein, mich hat er nie angeschrieben. Er hat zum Beispiel auch richtig krass Bilder aus Pornos abfotografiert, wo Frauen mir ähnlich sehen und hat erzählt, das wäre er mit mir. Hast du je rausbekommen, wer dieser Mann ist? Ja, also es war dann eben so Anfang des Jahres, deswegen habe ich es überhaupt rausgefunden, dass das Ganze überhaupt hinter meinem Rücken passiert. Dass ein paar von den Frauen halt gesagt haben, du, ich glaube dir nicht mehr, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir. Und dann ist er wohl so verzweifelt geworden, dass er sich bei den falschen Leuten quasi gemeldet hat, Leuten, die mir nahestehen. Und die haben sich dann natürlich bei mir gemeldet. Bei der ersten Person dachte ich mir, ja, aber die dachte halt, du kennst so den, der hat so komisch geschrieben. Ich dachte, nee, kenne ich nicht, hab da gedacht, gut, abhaken, passiert. Aber an dem Tag waren es dann eben gleich 3 und dann bin ich halt auch stutzig geworden. Und so ist es aufgeflogen.
Ja, genau. Und dann habe ich mir das Profil mal angeguckt und habe dann eben auch gesehen, dass da irgendwie gemeinsame Freunde sind. Also ja. meine Liste war ja wirklich gut gefüllt. Okay, was ist aus diesem Mann dann geworden? Ja, dann bin ich zur Polizei gegangen, als ich dann ein paar Beweise hatte. Also ich hatte dann so Chatverläufe und so weiter und so fort. Aber wir hatten ja nur dieses falsche Profil. Und die Polizei hat mich da total im Stich gelassen. Also erst wurde mir erzählt, das war gar kein Problem. Man könnte das über Facebook nachverfolgen. Mhm. Aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Mhm. Und durch Zufall habe ich dann eben rausgefunden, dass eine von diesen Frauen, die so lange Kontakt mit dem hatte, auch mit dem telefoniert hat. Mhm. Da hatten wir eine Handynummer. Und die Handynummer haben wir dann gegoogelt und haben dann im Internet einen Namen dazu gefunden. Und der war es dann eben auch. Und dann habe ich den konkret angezeigt. Und jetzt letzte Woche ist dann... Also mir wurde dann Täter-Opfer-Ausgleich angeboten, auch direkt mit relativ viel Geld, also vierstellig. Mhm. Und ich habe dann erst überlegt, ob ich das jetzt zum Prozess kommen lassen möchte. Ja. Aber ich möchte es ehrlich gesagt, wollte es nicht, also ich wollte den nicht sehen. Also keinen Prozess und lieber Täter-Opfer-Ausgleich. Ja, also weil ich glaube, also für mich war das alles halt auch schon ziemlich schlimm. Rauszufinden, dass sowas 2 Jahre lang hinter einem Rücken passiert ist und dass Leute so also so viel preisgeben. Also andere Leute über dich so viel preisgeben, ja, die genau. gar nicht mal so nah mit dir zusammen sind. Genau. Nur finde ich da immer seltsam, woher die das wissen. Woher wissen die so nahe Sachen von dir, wenn du mit denen nicht so nah bist? Ja, die wussten nicht so extrem private Sachen, aber die haben dann halt schon erzählt. Also die wussten, also so, was, wo ich studiere oder so, das wussten die halt schon. Mhm. Okay, oder mal abgesehen jetzt von den Fotos, was ist natürlich sehr krass. Mhm. Was ist sonst besonders, wo du sagst, das ist mir sehr unangenehm, dass er das herausbekommen hat? Ja, also das hat mich eigentlich, klar hat mich das auf jeden Fall auch gestört, dass er so viel über mich wusste, aber viel mehr gestört hat mich eigentlich, dass er so viel über Sex gesprochen hat. Es ging halt immer nur um Sex. Und dass da so krasse Sachen, war für mich viel schlimmer eigentlich. Es ist auch so ein bisschen spooky, das Ganze, weil es alles hinter deinem Rücken gelaufen ist. Und, absolut. Und doch schlimmer fand ich. Es ist ja auch eine Form von Stalking. Es ist Stalking. Absolut. Es ist halt irgendwie indirekt und virtuell und komisch, aber absolut. Mhm. Also ich habe mich wirklich ich wusste ja auch am Anfang nicht, was das für ein Ausmaß ist. Ich wusste ja nicht, hätte auch sein können, dass er mich 2 Jahre lang beobachtet und ich es nicht gemerkt habe. Ja, genau. Das hätte auch passieren können. Und das weiß ich ja auch zum Beispiel gar nicht. Das kann ja sein. Genau. Wie kann man sich schützen davor? Genau. Also das wollte ich, deswegen rufe ich auch an. Also ich glaube, ganz vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viel da passiert. Also ich bin da jetzt auch raus aus der Nummer. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Raus aus der Nummer heißt? Was machst du? Also ich habe da wirklich rigoros gelöscht alles und alles rausgenommen, alle Informationen, damit man da wirklich keine Chance mehr hat. Vielleicht ist das wirklich der beste Weg, um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Ja. Lisa. Ja. Das ist eine Geschichte, die ich so auch noch nicht gehört habe. Sei froh, dass es doch relativ glimpflich jetzt abgegangen ist. Auf jeden Fall. Und immerhin noch einen vierstelligen Betrag ist ja auch nicht so schlecht. Kann man sich ja was Nettes von gönnen dann. Ja. Und Schmerzensgeld. Das ist das einzig Gute. Lisa, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, gerne. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und hier ist Hans. Hans ist 60. Guten Morgen, Hans. Ja, einen schönen guten Morgen, Domian. Ja. Bester Jürgen. Freut mich, dass ich dich ja mal sozusagen am Rohr habe, weil ich ja deine Sendung schon 20 Jahre fast verfolge und das Thema passt halt wirklich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, weil ich kann 10 Stunden reden. Ja, ich werde dich schon unterbrechen. Ja, das weiß ich. Ja, du bist doch recht geschickt. Ja. Ich frage einfach mal vorneweg, bist du ein Opfer des Beobachtens oder beobachtest du selbst? Oder hast du selbst beobachtet? Nein, ich bin eigentlich, also nebenbei, ich heiße ja Hans Moser eigentlich, so wie der Schauspieler auch. Ja, okay. Das hat jetzt keine Bedeutung, aber nur so nebenbei. Ja. Ich bin eigentlich einer, der alle 3 Sachen vereint, und zwar ein Voyeur, ein Exhibitionist und ein Kandalist. Ein was? Ein Kandalist, ob du weißt, was das ist? Nein. Nein, gut. Du wirst es uns erklären. Also der Voyeur ist einer, der jetzt bei einem Fenster hineinschaut und eben beobachtet, der nicht weiß davon, ist hier sicher sehr erotisch. Genau. Dann der Exhibitionist, der will selbst beobachtet werden von anderen. Der macht sich gerne nackig. Ja. Zum Beispiel? Bitte? Zum Beispiel macht der sich gerne nackig, ja? Ja, genau. Oder zeigt sich halt und genießt es. Und der andere weiß aber nicht, dass ich weiß, dass ich beobachtet werden möchte. Also... Das ist nie richtig klar.
ob der andere auch weiß, dass ich das mache, um beobachtet zu werden, aber der beobachtet mich halt. Und der Kandalist ist jener, der sich mit einem anderen ausmacht, dass er zwei Pärchen machen sich aus, dass sie sich gegenseitig beim Sex beobachten. Ja, also mit einem Partner, der setzt sich hin, macht das und die also wo beide wissen. Ja. Das kommt von einem deutschen Psychiater, der das dann eingeführt zu beobachten. Von einem lydischen König wurde das dann übernommen, der Kandal geheißen hat. Okay. Du klingst so, als würdest du aus dem fernen Österreich anrufen, kann das sein? Na, noch weiter, ich bin aus Niederösterreich. Aus Niederösterreich? Niederösterreich, ja. Das ist doch sehr schön. Ich wohne ungefähr 5 Kilometer von Wien entfernt. Oh, das ist weit weg von Köln, ja. So, ja. Schon. Aber ich glaube, die Verbindung ist recht gut. Es ist ganz okay, ja. Ja, so, okay. Also, ich möchte, bevor ich überhaupt jetzt zum Erzählen anfange, möchte ich nur Folgendes sagen, gleich zum Anfang, weil es ja um Sex geht und so weiter. Sex mit Kindern und mit Tieren schließe ich völlig aus und die sind ausgeklammert und kein Thema. Das möchte ich gleich vorausschicken. Ja? Das gibt es nicht. Ja, okay. Also abgesehen jetzt davon, dass da in Dänemark so ein Tierbuff aufgemacht hat, wo man mit einer Ziege und einem Schaf oder einem Hund schlafen kann, das ist offiziell erlaubt. In Dänemark? In Dänemark, ja. Mhm. Und andere Länder haben jetzt sogar angefragt, ob sie das auch machen können. Also da sage ich schon, die Welt ist ein bisschen verrückt. Aber darüber wolltest du eigentlich nicht erzählen. Nein. Jetzt geht's los. Ja. Also ich habe mit 10 Jahren entdeckt, dass ich irrsinnig gern Leute bei Sex beobachte. Und zwar meine Geschwister, die waren ein bisschen älter, meine Schwester, die haben ihre Freunde nach Hause gebracht. Und die haben natürlich auch im Zimmer was gemacht. Ich habe das damals ja gar nicht so mitbekommen. Aber das war Sex, nicht? Das war alles dabei. Und das hat mich natürlich, das war dann sozusagen der Startschuss, dass mich das immer interessiert hat. Das heißt, so begann deine Karriere als Voyeur. So kann man es sagen, ja, genau. Und jetzt bist du 60 Jahre alt und dann gehe ich davon aus, dass du in deinem Leben sehr vielen Leuten beim Sex zugeguckt hast, heimlich. Das kann man auch sagen, ja. Wo ja. und wie hast du Leuten heimlich beim Sex zugeguckt? Ja. Und zwar jetzt noch theoretisch was, das Problem eines Voyeurs ist wieder... Nee, ich würde sagen, direkt die Antwort auf meine Frage, sonst so, vergessen wir das. Also wo jetzt und wo hast du Leuten beim Sex zugeguckt? Ja. Und zwar habe ich Leute eben durch Fenster, in dem Ort, wo ich gewohnt habe, hat es hier und da, so wie der Vorredner da gesagt hat, dass er halt einmal da was gesehen hat. Und das ist auch in einem kleinen Ort das Problem, dass man irgendwann einmal irgendwen beim Fenster durchsieht und da ist was. Und das ist dann wieder für Jahre aus. Mhm. Und jetzt bin ich, das nenne ich ja die Sternstunden eines Voyeurs. Ich bin dann von meinem Heimatort weggezogen beruflich und kam in diese Stadt und habe eine Laufstrecke gesucht und kam beim Waldrand da oben bei einem riesigen Hotel vorbei. Mhm. Das war ein Seminarhotel und da habe ich gesehen, dass die Fenster der Rückwand zum Wald hingerichtet sind. Mhm. Und ich kam natürlich am Abend hin und dadurch, dass die Fenster zum Wald waren, haben die Leute die Vorhänge nicht zugezogen. Ja? Weil also die glaubt haben, da oben ist ja sowieso... Nicht. Ein Eldorado für einen Voyeur. Eldorado für einen Voyeur. Jetzt gehe ich davon aus, dass du dahin gezielt gegangen bist, um zu gucken, was in diesem Hotel in den Zimmern passiert. Wenn ich dir sage, ich bin dann jeden Tag hingegangen, von 10 Uhr abends bis um 2 in der Früh oft. Und ich erzähle dann schon ein paar Episoden, aber jetzt musst du dir vorstellen, das sind 20 Zimmer. Das sind... 40 Fenster und in jedem Raum ist oft was abgelaufen. Mhm. Jetzt habe ich ein Überangebot gehabt. Oft bin ich wie ein Irrer von einem Fenster zum anderen gelaufen. Wie weit du entfernt warst von den Fenstern? Ja, mit der Nase habe ich die Glasscheibe berührt. Ach so, so nah dran. Ja, aber dann konnten die dich doch irgendwie sehen auch. Nein, die schauen, sondern die sehen mich nicht. Die haben mich nicht gesehen, nein. Es war dunkel, dann kann man nicht so gut rauskommen. Bei Nacht, nicht? Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt so wie wenn mein Fernsehen zippt, habe ich wie ein Programm immer das, dass ich die besten Szenen immer sehe. Und der Vorteil war natürlich auch, dass ja die Gäste dort pro Woche zweimal gewechselt haben, das Zimmer, weil das war ein Seminarhotel, die haben nur 3 Tage dort gewohnt immer. Ich habe immer neue Akteure gehabt, 20 Programme und ganz arge Sachen. Und jetzt will ich erzählen,
dass ich den anderen auch noch eine Chance gibt zum Reden. Was? Nein, du musst mich unterbrechen lassen, sonst kommen wir nicht so richtig weiter. Was war, okay. Was war das Spektakulärste und Verrückteste, was du gesehen hast? Ja, ich zähl drei Dinge auf. Gerne. Und zwar, ich stehe jetzt bei einem Fenster wieder, in der ersten Reihe fußfrei. Mhm. Und das war leer und es geht die Badezimmertür auf. Und eine Frau kommt heraus, also die war, wie alt wird sie gewesen sein, zwischen 38, 40. Mhm. Eine wunderschöne Frau übrigens, mit dem einen Zusatz, dass die so ungefähr im siebten Monat schwanger war. Mhm. Ja. Hat auch wunderschön ausgeschaut, es dauert nicht lange, geht wieder die Badezimmertür auf. Und also ich erfinde da keine Geschichten, ich muss nur vieles weglassen, weiß nicht. Also, und dann kommt wieder aus der Badezimmertür ein junger Mann, aber wenn der 17 war, dann war es hoch. Mhm. Das war sicher nicht der Papa von diesem Kind. Jetzt kannst du, also ein toller Bursche mit einem riesen steifen Schwanz kommt da hinein. Und jetzt braucht ja jeder nur seine Fantasie ein bisschen ankurbeln. Was dann passiert da ist. Die nächste Stunde abläuft zwischen einer schwangeren Frau und so einem jungen Burschen. Das kann man sich, das gibt es in keinem Sexfilm, keinem Pornofilm, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Und du musst dir vorstellen. So, nun werden sicher viele Leute denken, was ist das für ein ekliger Typ, der sich dann vor das Fenster stellt und einer schwangeren Frau zuguckt, wie sie mit einem jüngeren Mann Sex hat. Ich will dich mal gerade ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Das ist natürlich auch verrückt, was du da machst. Und da ist die Frage, wann es pathologisch wird. Aber die Leute sind ja selbst schuld. Warum ziehen sie die Vorhänge nicht zu? Stimmt, ja. Vollkommen richtig, ja. Nein, nur noch zwei Geschichten und dann höre ich auf. Und zwar unter anderem ist auch passiert, dass ich jetzt bei einem Fenster bin, wo ein junger Mann im Bett liegt, der springt auf, auch nackt und mit erigiertem Glied, rennt da im Zimmer da herum, schaut, dann macht er den Kühlschrank auf, nimmt eine volle Coca-Cola-Flasche heraus, stellt sich dann zum Spiegel und wo er sieht, die dann hingesteckt hat, brauche ich ja gar nicht weiter ausführen. Das war eine tolle Geschichte wieder. Halt, stopp. Eine kalte, volle Cola-Flasche. Eine kalte, volle Cola-Flasche. Also nicht die 1,5 Liter. Nein, eine kleine. Ja. Das eine kleine, ne? Aber die war tiefgekühlt fast. Das ist mal, also alle. Und die Flasche war dann ganz weg, so tief? Die war dann weg, ja. Die das war ist ja unfassbar. Ja, aber wenn die noch nicht auf war, war doch oben dieser Fropfen da drauf. Der Kronenverschluss hat gerade noch herausgeschaut. Achso, weil damit kann man sich ja verletzen. Ja, der hat gerade noch herausgeschaut, ja. Ach Gott. Und was machst du, wenn du das siehst, dann stehst du vor dem Fenster, was machst du denn dann? Da habe ich die Hose herunten und, auf wienerisch gesagt, hole ich mir einen runter. So würde man es in Köln auch sagen, ja. Und ich habe so gemacht, dass ich mir das natürlich eingeteilt habe, weil die Programme in den Nachbarzimmern sind ja weitergegangen. Weil ich konnte nicht schon beim ersten Mal alles, also die lebensspendende Flüssigkeit vergeuden. Ja. Ich musste ja dann für die anderen Zimmer auch noch was übrig haben. Das war immer ein schwerer Kampf. Bist du denn mal bei den Schweinereien, die du beobachtet hast und die du selbst gemacht hast, bist du dabei mal erwischt worden? Ja, genau. Und zwar war es wieder ein Fall, da hat mich ein Hotelgast wahrscheinlich gesehen, hat die Polizei gerufen, die kommt von oben, die Wiese herunter. Ich bin natürlich schnell an mich versteckt und zwar war das im Herbst, da hat es einen riesen Laubhaufen gegeben. Mhm. Da habe ich mich unter das Laub hineingelegt, zugedeckt mit Laub. Die haben Gott sei Dank keine Hunde mitgehabt, weil der hätte mich gefunden und ich kann ja nicht sagen, ich wollte ausprobieren, wie ein Igel sich im Winter heute halt in einem Laub verstanzt. Das heißt, du bist nie vor Gericht gestanden oder eine Anzeige bekommen? Nein. Aber ich möchte dazu sagen, der Lusteffekt ist der folgende. Die Spannung, die außen aufgebaut wird, dadurch, dass man ja immer in Gefahr ist, entdeckt zu werden. Darum sagt man ja der Spanner, nicht? Ja, ist mir schon klar, dass das so funktioniert. Ja. Es hat natürlich einen unangenehmen Beigeschmack, wenn man das so hört, ist ja klar. Du bist im zarten Alter von 60, machst du das heute immer noch? Du bist lieb, und noch die Geschichte fertig. Erstmal die Antwort auf meine Frage. Du bist im zarten Alter von 60, machst du das immer noch? Es ist so, dass ich jetzt, da ich in Pension bin,
lasse ich so dreimal im Jahr richtig krachen zu Hause. Mhm. Und ich lebe natürlich von Konserven. Nicht? Was heißt das? Aber Voyeurismus in dem Sinn, so es lebt sich ja ab. Ja. Weil ich esse, wenn ich tausendmal eine Sachertorte gegessen habe, schmeckt mir die nächste dann auch nicht mehr. Das interessiert mich. Was heißt das? Du lebst von Konserven, was heißt das? Naja, Konserven meine ich. Filme? Von DVDs, vom Ach so, Internet. Okay. Hast du denn auch eine Beziehung? Hast du eine Frau oder einen Mann? Na, ich habe im Leben alles ausprobiert. Aber im Moment lebst du alleine? Aber im Moment lebe ich allein. Ich habe so eine Telefonbeziehung mit einem Rechtsanwalt. Da rufen wir sie an und schildern uns tolle Geschichten. Mhm. Das ist irrsinnig toll. Mhm. Bevor du wirklich wieder sagst, jetzt hör endlich auf, sage ich noch zwei Dinge und dann gebe ich eine Ruhe. Und zwar, wo ich hätte auch fast tot sein können. Mhm. Ja? Mhm. Und zwar zu den unteren Fenstern, die ja ein bisschen unter, also so ein abfälliger Hügel war da, ja. Da waren die Fenster mit so einem Gitter drüber von oben und da war ein tiefer Schacht zu den Fenstern. Mhm. Und wenn man hingekommen ist, hat man nicht in die Fenster schauen können, nur einen Teil hat man gesehen. Mhm. Und jetzt bin ich einmal hin, da habe ich eben so ein junges Pärchen beobachtet und habe dieses Riesengitter leise hochgehoben, habe mich mit dem Oberkörper hineingebeugt in den Schacht und habe dann beobachten können. Mhm. Und in dem Moment verliere ich in der Hektik der Ereignisse, verliere ich das Übergewicht und falle in den Schacht hinunter. Mhm. Ja, wie tief? Hätte mein Holz brechen können. Wie tief? Natürlich drinnen die... Das Mädchen schreit laut auf, oh, Gottes Willen, da ist wer. Mhm. Ich habe mich gerade noch über so eingebaute Eisenstäbe hinaufretten können. Mhm. Der Liebhaber ist natürlich heraus, hat das Fenster aufgerissen. Ich habe mich dann oben bei den Gittern noch am Oberschenkel, habe den Oberschenkel aufgerissen, der ist geblutet und ich bin auf und davon. Und das Ganze ist dann doch gut glimpflich für dich ausgegangen. Glimpflich ausgegangen. Ja. Natürlich war ich am nächsten Tag dann wieder in der ersten Reihe. Das ist mir völlig klar, Hans. Wie du drauf bist. Wenn du mir noch 2 Minuten gibst, dann noch was Originelles. Eigentlich finde ich, wir sind jetzt schon dick über der Zeit, Hans. Ja, aber du bist ein klassischer Voyeur, genau das gehört zum Thema. Absolut. Ich hatte dazu aufgerufen auch, jeder möge sich seine Meinung bilden. Aber ich sehe da nichts Krankhaftes dabei. Ja. Das ist ein vielgefächertes Sexualleben und ich mach auch keine Fotos von den Leuten, weil das wäre jetzt strafbar. Ne? Das wäre strafbar und das wäre wirklich ganz schäbig. Das mache ich nicht. Sehr gut. Und so. Das ist okay. Ja. Ich habe mich wirklich gefreut, originell. Schöne Grüße ins schöne Österreich von hier aus. Ich melde mich wieder bei einem anderen Thema. Wir sind sehr gespannt. Ja, ciao. Auf Wiederhören, tschüss. Servus. Der Hans, ich glaube, ich hätte auch rausgehen können jetzt bis zum Ende der Sendung. Der hätte euch noch prächtig unterhalten können. Aber es sind ja auch noch genügend andere Menschen da, die ein wenig erzählen wollen. Wir haben, falls es euch interessiert, 1.32 Uhr. Und hier ist Ingrid. Und Ingrid ist 59. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ingrid. Hallo, hallo. Ich sehe dich und ich höre dich. Das ist schön. Ja. Tja, so. Also ich möchte darüber sprechen, welche psychischen Folgen es hat, wenn man beobachtet wurde. Ah ja. Dann kannst du von der anderen Warte jetzt erzählen. Wir haben gerade einen Täter quasi gehört. Ich habe mitgehört und im Grunde genommen habe ich das schon dreimal erlebt. Und mein Vorredner, der hat sehr viel Glück gehabt, dass er nicht einmal richtig Prügel bekommen hat. Allerdings. Erzähl doch mal, was dir passiert ist. Ja, das mit der Prügel, mein Ex-Mann, der hat nämlich einem Voyeur, also ganz kräftig mal, den Besenstiel auf dem Rücken zerschlagen, der bei uns unter den Balkon gesprungen ist. Ich hörte nur noch au, au, au. Für mich war das auch nicht toll, denn ich stand gerade eine Woche vor der Geburt unseres ersten Kindes. Mhm. Na, und das also mitten in der Nacht, du siehst, dass die Jalousie da hochgehoben wird. Mhm. Also das hätte auch eine Fehlgeburt geben können. Ja, vor Schreck und Schock. Ja, ganz also der genau. hat wirklich, der war so dreist, also ihr hattet das sogar verdeckt und der hat die Jalousie hochgehoben von außen. Ja, richtig, ganz genau. Und wie lange hat er euch beobachtet, während ihr das nicht erlebt? Nein, das war so, es war auch wieder mitten im Sommer. Der hat halt, ich gehe ins Schlafzimmer und wollte, ich weiß nicht, irgendwas holen, ne? Also auch ganz leicht bekleidet.
mit meinem mega dicken Bauch und sehe nur, wie die Jalousie hochgehoben wurde. Bin dann langsam wieder raus und unser Balkon war 8,50 Meter. Mhm. Mein Ehemann ist an den Schrank, hat einen Besen geholt, ist auf der anderen Seite von der Wohnzimmerseite her auf den Balkon und hat auf den draufgehauen. Mhm. Ja, dass der Besen also entzwei war. Und wir haben natürlich auch nicht mitbekommen, wer es gewesen ist. Der ist natürlich schnell geflüchtet, aber Achso, der lag da nicht erschöpft. Ihm gegönnt. Er lag da nicht fertig im Garten und konnte gar nicht gehen, das nicht. Nein. Nein, er lief weg. Der ist dann unter dem Balkon her und hat sich verflüchtigt. Gab es noch ein Erlebnis? Du hast gerade eine Antwort. Ja, dieses Erlebnis, worüber ich eigentlich sprechen wollte, war, das war auch wieder mitten im Sommer. Ich, Bikini, lag schön gemütlich auf dem Sofa und irgendwann 2:30 bin ich dann ins Bett. Kurz vor 3 klingelt mein Telefon, das ich auf dem Nachttisch stehen habe. Im ersten Moment denkst du, oh Gott, einem der Kinder ist was passiert. Ja, ich gehe dran, netter junger Mann, sagt er, hallo, du, hör mal, willst du nicht vielleicht wieder ins Wohnzimmer gehen? Ich sage, Entschuldigung, Sie haben sich verwählt. Mit wem wollen Sie denn sprechen? Ne? Ja, ich habe dich angerufen. Ich sage, warum? Ja, ich habe dich gesehen. Ich finde dich so nett. Kannst du denn nicht wieder runterkommen? Ich sage, wo hast du mich gesehen? Ne? Ja, ich habe einen Freund besucht und da habe ich dich gesehen und komm doch wieder runter. So, und du hattest vorher auch im Wohnzimmer bei offenen Fenstern? Ja, nicht offen, die Terrassentüre ist zugewählt. Okay, aber die waren nicht verhängt, die Fenster? Nein, ich habe hier immer alles offen. Und ich sag ja, Moment mal, wie kommst du denn an meine Telefonnummer? Hat dein Freund dir die gegeben oder so? Nein, ich bin ums Haus rumgegangen und dann habe ich auf die Klingel geguckt. Ich sag so, jetzt ist aber genug. Ne? Moment, wenn er auf die Klingel guckt, kriegt er doch deine Telefonnummer nicht raus. Nein, die hat er dann aus dem Telefonbuch gesucht. Ja. Und du warst also, alleine zu dem Zeitpunkt? Ich wohne alleine, ja. Mhm. Ich bin Single, also geschieden. Ne? Mhm. So, und dann? Ja, und dann, der fing da an zu betteln und so. Und ich sag, lass mich in Ruhe, sonst lasse ich meinen Hund im Garten. Mhm. Ja, nein, bitte tu das nicht und so. Ne? Und ich sag, jetzt ist genug, ich leg auf und Schluss. Habe ich auch gemacht. Ich habe mich noch so ein bisschen darüber amüsiert. Am nächsten Morgen. Wie, da konntest du schlafen danach? Ja, der hörte sich sehr sympathisch an. Ne? Ja. Ich habe gedacht, Mensch, um die 20 rum oder so. Ne? Und fand das noch ganz amüsant. Vor allem, ich bin ja 20 Jahre älter als der gewesen. Ne? So, ja, gut, am nächsten Morgen? Naja, am nächsten Morgen. Ich gehe auf die Terrasse. Die Terrassentüre ist 2 Meter von meinem Sofa entfernt. Mhm. Ja, da liegen da 5 Zigarettenkippen. Also. Moment, wo liegen die? An der Terrassentür oder am Sofa? Direkt hier an der Terrassentür. Ja, ja. Nur ich kann nicht auf die Terrasse gucken, weil sich das Licht spiegelt. Das heißt, der stand ganz nah vor dir? Der stand 2 Meter von mir entfernt. Das ist ja gruselig. Ja, weißt du, und... Aber dass du das in dem Moment nicht dir auch überlegt hast, wo kann der jetzt ganz nah sein? Dass du da überhaupt liegen geblieben bist auf dem Sofa. Ich wäre direkt rumgegangen, hätte geguckt. Nein, Domian. Ich hatte mich ja bereits ins Bett gelegt. Und das Bett ist ja oben. Also eine Etage höher. Der hatte dich gesehen, als du vorher unten gewesen warst. War der ganz nah. Genau, ich verstehe. Eben. Und... weißt du, ich habe das ganz lustigerweise meiner Familie erzählt und so. Aber dann habe ich überlegt, warum hat mein Hund nicht angeschlagen? Na, du machst und dann fiel mir ein, ja, ab und zu ist ein Igel im Garten. Und wenn der Hund bellt, dann sage ich, komm,
da war der Igel wieder an deiner Schüssel. Na, und von Tag zu Tag, ich merkte, wenn ich die Terrassentüre aufmachte, gehe ich jetzt auf die Terrasse? Nein, ich habe meinen Hund gerufen. Ne? Komm, ne, komm mit. Ne? Ich habe mich, das von Tag zu Tag wurde das schlimmer. Diese Angst, dieses, ist da jemand? Steht da jemand um die Ecke? Ja. Ja. Und ich habe dann, nach 14 Tagen, habe ich einen Elektriker angerufen und habe gesagt, Sie müssen kommen. Ich brauche hier einen Halogenspot auf der Terrasse. Und wenn ich, ne, mit Bewegungsmelder und ich habe den Schalter innen, wenn draußen irgendein Geräusch ist, ich einen Knopfdruck, und schon ist der Garten mit 500 Watt beleuchtet. Ist denn dieser Mann nie wieder aufgetaucht? Der hat sich nicht mehr gemeldet, Gott sei Dank, muss ich sagen. Wie lange genau liegt das jetzt zurück? Ich hatte überlegt, das könnten 16 Jahre her sein. Ich will mal so sagen, ich bin schon eine gut aussehende Frau gewesen, mit Modelmaßen. Aber ich habe ja, meine Söhne waren ja auch, schon um die 20, Also, weißt du, was mich wundert bei deiner Geschichte, dass du einmal so cool geblieben wirst, wobei das fast schon zu positiv klingt, dass du nicht in der Nacht noch die Polizei angerufen hast. Ja, es ist richtig, ganz genau. Ich bin vollkommen cool geblieben. Ja, ich es hätte ja auch anders ausgehen können. Ach mein Gott, die sind im Alter, der war im Alter von meinen Söhnen. Ach so, ne? Nur. Vielleicht meine These, Angst halt stopp, wurde, eine These. Vielleicht hat der Hund auch deshalb nicht angeschlagen, weil es vielleicht irgendein guter Freund von deinen Kindern war. Und die den Hund kannten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und falsch ist natürlich auch, wenn man sich mit so jemandem dann überhaupt noch anfängt zu unterhalten. Man soll ja überhaupt gar keine Kommunikation aufkommen lassen mit einem Belästiger. Sicher. Von wegen Trillerpfeife, ne? Neben das Telefon legen oder so. Irgendwas, ja. Ja. Aber naja, eigentlich wollte ich nur über die Folgen berichten. Ich habe mich am Anfang darüber lustig gemacht und von Tag zu Tag ist das einfach tiefer gegangen, ne? Sodass ich immer mehr Angst kriegte. Und das hat wirklich mindestens ein halbes Jahr gedauert. Ja, das glaube ich. Dass ich oft mal auf die Terrasse gehen konnte, beziehungsweise immer erstmal fortan. Aber du hast ja eine gute Maßnahme getroffen mit dem Licht, das ist ja schon mal ganz gut. Aber danach hat es sich dann verflüchtigt, deine Angst. Und es war wieder Ja, das aber ist richtig. Ich kann das gut verstehen, dass man da natürlich dann eine Grundangst hat. Also Ingrid, demnächst bitte die Polizei anrufen. Domian, da könnte ich dir jetzt noch eine dritte Geschichte erzählen. Das machen wir ein andermal. Die ist erst 5 Jahre her. Da habe ich nämlich die Polizei gerufen und die sagen zu mir, wenn sich ein Nachbar über Ruhestörung beschwert, dann kommen wir sofort. Ne? Hat er ihnen irgendwas getan? Hat er sie körperlich angegriffen? Hat er ihnen einen Stein ins Fenster geschmissen? Hat er nicht. Ja, dann können wir leider nichts für sie tun. Na gut, aber wenn eine Frau Angst hat, da steht jemand im Garten, sollte man schon die Polizei anrufen. Und zumindest wenn die kommen, dann wird da klar Schiff gemacht. Liebe Ingrid, ich danke für deine Geschichte und hoffe, dass dir nicht nie wieder sowas passieren wird. Ich habe mir wieder einen Hund angeschafft und diesmal einen Wachhund. Sehr gut. Und auf den höre ich sogar. Ingrid, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss, auch. Ciao. Schönen Abend. Danke, tschüss. Hier ist Marcel. Marcel ist 22. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Domian. Toll, dass ich mit dir reden kann. Toll, dass du hier bist. Ja. So, zum Thema. Ja, genau, zum Thema beobachtet heimlich. Und zwar wurden ich und meine Ex-Freundin beobachtet. Ex-Freundin hat nichts mit der Geschichte zu tun. Die Trennung basiert auf anderen Gründen. Okay. Gut, jedenfalls wurden wir von einem ehemaligen Freund von uns beiden nicht nur mehrmals beim Sex beobachtet, nein, sondern sogar einmal heimlich gefilmt. Ach, wie und wo hat er euch beobachtet? Ja, das ist eine Sache, die fand ich schon ziemlich krass, wie jemand so dreist sein kann. Und zwar war der bei mir zu Besuch
Und wir saßen bei mir im Zimmer und haben zusammen Xbox gespielt, ja? Mhm. So, und dann entweder war ich in der Küche oder auf Toilette, so genau weiß ich das nicht mehr, das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Und dann musste er in der Zeit, wo ich nicht im Zimmer war, eine kleine Knopfkamera platziert haben. Mhm. Die sind ja so klein, die Dinger, die siehst du ja fast gar nicht. Mhm. Und ja, das haben wir dann rausgefunden, dass wir beim Sex gefilmt wurden, indem wir aus Spaß, also meine Ex und ich, sagten, lass mal unseren Namen googeln. Mhm. So, und man denkt ja, tja, was soll da kommen? Facebook-Profil, das ist es. Mhm. Nein, dann sehen wir mit vollem Namen von uns beiden, mein Vor- und Zunahme und ihr Vor- und Zunahme, steht da von uns beiden Pornofilm. Ach. Auf der ersten Google-Seite. Ach du. Wir natürlich das direkt angeklickt und dann geht die Pornoseite auf und da kommt unser Video. Volle Kanne. Volle Kanne. Du siehst auch alles, weil wir haben das tagsüber gemacht. Wir sind halt ja auf Deutsch gesagt geil gewesen und ne, Details erspare ich dir mal lieber. Ja, genau. Okay. Ja, aber in dem Moment wart ihr ja wahrscheinlich extrem erstaunt, wie kann das da hinkommen? Ja, ich meine, wenn wir jetzt selber ein Video gedreht hätten, das auf die Seite gestellt hätten, okay, ist das ja unsere Sache, aber wir hatten ja auch keine Ahnung. Ich habe sogar meine Ex gefragt, warst du das? Ja. Und sie so, natürlich nein. Ja, und ich war es natürlich auch nicht. Also, und dann ging die Grübelei los. Da ging die Grübelei los. Mhm. So, wir natürlich erstmal überlegt, sollen wir das erstmal sagen? In unserem Bekanntenkreis? Nein. Wir denken, wir halten mal lieber die Klappe, sonst guckt sich jeder dieses Video an und jeder sieht uns beim Sex. Wäre auch nicht gerade toll. Wir natürlich nach dem ersten Schock direkt die Polizei gerufen. Mhm. Anzeige ging unbekannt natürlich erstmal. Mhm. So, haben auch natürlich bei der Seite direkt die Kontaktdaten gesehen, da angerufen, das Video wurde sofort gelöscht. Gott sei Dank. Mhm. Ja, und durch Zufall, 3 Monate später nämlich, kam dieser Kumpel wieder zu mir und wir haben zusammen getrunken und man sagt ja, Alkohol lockert die Zunge. Ja. Und im Suff praktisch hat er dann erzählt, dass er diese Kamera platziert hat und er uns auch mehrmals beim Sex beobachtet hat. Wir wohnen auf Erdgeschoss und er ist ein direkter Nachbar von uns gewesen. Mhm. Gut, dass er jetzt mal uns beim Sex gesehen hat, stört mich noch nicht mal, aber dass er uns so gefilmt hat, das ist das Schlimme. Da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß richtig auf. Ja. Und ich war kurz davor, den durch die Ecken zu prügeln, aber sage ich mir, nee, dann zeigt er dich nachher auch noch an und dann hast du eine Vorstrafe und das muss auch nicht sein. Mhm. Wir ihn natürlich direkt angezeigt und der hat das dann auch alles zugegeben, weil leugnen ging ja dann schlecht. Na gut, aber hätte ja, deine Freundin war ja dabei, als er das gesagt hatte. Sie war dabei und sie war auch noch nüchtern. Mhm, ja, okay. Sie kam dann ein bisschen später dazu. Wir beide hatten schon was getrunken. Mhm. Sie kam dann von zu Hause zu uns und hat das dann halt auch gehört. Ja, so, jetzt habt ihr ihn angezeigt. Er hat, er war geständig. Was ist dann daraus geworden? Ja, es ist rausgekommen. Ich muss dazu sagen, er kommt nicht von hier, sondern er kommt ursprünglich aus dem Osten Deutschlands und ist dann hierher gezogen. Und wir haben uns dann halt, ja, ich bin neu hier und haben uns dann halt angefreundet. Ich dachte ja, ich kann, oder wir dachten ja, wir können dem vertrauen. Na gut, aber war die Frage war es gewesen, was aus der Anzeige geworden ist. Es ist rausgekommen erstmal, also klar, er ist verurteilt worden, dass er aber schon vorbestraft ist, mehrfach wegen Voyeurismus. Er hat eine Strafe von 1,5 Jahren auf Bewährung bekommen. Und er musste an uns 2.500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Also klar ist das schön, aber das macht diesen Vertrauensbruch ja trotzdem nicht wett. Ja, eigentlich ist die Verbindung doch dadurch jetzt gestorben, ne? Oder? Habt ihr mit dem noch Kontakt? Ja. Nee, haben wir gar nicht mehr. Das jedenfalls kann man ja auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob meine Ex zu ihm noch Kontakt hat, aber das glaube ich nicht, weil so schlau ist sie. Denke ich mal. Und sag mal, wie hat er das denn gemacht? Der hat diese kleine Knopfkamera irgendwo bei euch versteckt im Zimmer. Genau, in der Lampe nämlich. So, und wo wurde das denn aufgenommen? Ja, das war sozusagen eine drahtlose Verbindung zu seinem Laptop. Ach so, verstehe, eine drahtlose Verbindung. Okay, dann saß er nebenan irgendwo oder in, wo auch immer. Ja, oder bei sich zu Hause. Weil er ja nicht weit weg wohnt. Genau.
Genau, dadurch war die Verbindung natürlich noch besser, weil er praktisch gegenüber wohnte. Ich verstehe. Hat er sich denn dann bei euch hinterher mal erklärt, entschuldigt? Erklärt hat er sich, dass er halt ein Voyeur ist und gerne Leute heimlich beim Sex beobachtet. Sage ich mir, ja gut, dafür kannst du nun mal nichts, das ist halt, ne, ist halt deine Sache. Und dann sagte er dann auch natürlich später im nüchternen Zustand, dass er uns auch schon mehrmals beobachtet hat. Mhm. Ich weiß ich schon, hast du schon im Vollsuff erzählt. Damit hatten wir auch nicht wirklich ein Problem. Mhm. Nur dann habe ich ihn gefragt, wie kommst du denn dazu, einem Freund, ja, wir waren gute Freunde, so zu verarschen, auf Deutsch gesagt, und uns heimlich beim Sex zu filmen und das auch noch ins Internet zu stellen, hättest du das Video jetzt für dich behalten. Was sagt er darauf? Da sagte er, da hab ich echt an seiner Intelligenz gezweifelt, keine Ahnung. Er sagte, keine Ahnung. Das ist wirklich eine interessante Fragestellung. Wenn jemand Voyeur ist, wie du gerade auch gesagt hast, kann man das in mehr oder weniger nachvollziehen, dass er das spannend findet, zuzugucken. Ja, klar, eben. Was macht das in einem, wenn man das filmt und dieses dann auch noch wieder in eine Öffentlichkeit stellt? Befriedigt den Voyeur das dann noch zusätzlich oder ist es einfach nur dämlich? Ich glaube, bei ihm ist es so eine Mischung aus beidem. Denn es muss irgendein Impuls, ja, vielleicht auch ein bisschen Wichtigtuerei, dass er da sowas hat. Und ja, da muss ich dazu sagen, er war schon so ein kleiner, gut, das hat ihn auch so ein bisschen sympathisch gemacht am Anfang, so ein kleiner Prolet. Ja, immer so ein bisschen, ey, guck mal hier, weil der verdient wirklich gutes Geld, deswegen hat er auch öfters neue Klamotten, neue Sachen und hat sich auch ein neues Auto gekauft und prahlte damit auch ein bisschen. Ich denke mir, ja gut, ich meine, wenn ich ein 400 PS Auto vor der Tür stehen hätte, würde ich damit auch ein bisschen angeben. Klar, aber dass er dann sowas macht, das hat natürlich auch zu anderen Freundschaften, die später entstanden sind, muss man ja erstmal wieder vertrauen. Ja, da ist man dann generell vorsichtiger. Lieber Marcel, praktisch gezeichnet, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und auch an dich. Ja, gerne. Hör mal, könnte ich ein Autogramm von dir haben? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an und ich verbinde auch jetzt an dich die Hoffnung, dass dir nicht sowas mehr passieren wird. Wir rufen dich gleich wieder an, Marcel. Ja, das hoffe ich natürlich auch für alle anderen. Ja, alles Gute, tschüss. Ja, ciao. Danke, ciao. Ciao. Das war der Marcel. Und als nächstes kommt der Christoph, nochmal ein Christoph heute, 53. Guten Morgen, Christoph. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christoph. Ja, folgendes, das liegt schon 24 Jahre zurück. Ja. Das war in Gladbeck, das war, glaube ich, das Wochenende 8.9. September 1990. Da war in Gladbeck ein Appeltatenfest. Und zwar das Stadtfest in Gladbeck, immer im September. Und da habe ich erzählt, bin arbeitslos und ich suche Arbeit. Könnt ihr mir denn irgendwelche Tipps oder Hinweise geben, wo ich wieder Arbeit finde? Und da haben die mir gesagt, komm, fahr morgen nach Gladbeck-Brauch in der Rossheide-Straße, da ist ein Arbeitsprojekt, guck dir das mal an. Da bin ich zu dieser ungewöhnlichen Zeit von 5:30 bis 6:00 dahin gefahren und stellte fest, da ist überhaupt nichts, da haben die mir einen Bären aufgebunden. Da haben die mich auf Deutsch gesagt verarscht und ich habe ihn da auch noch reingefallen. Also die Leute, damit ich es richtig verstehe, die Leute auf dem Fest haben dir diesen Tipp gegeben? Ja, die haben mich da wohl einen Bären aufgebunden. Ja, okay. Ja, und dann bin ich dann dahin und dann war das so eine ungewöhnliche Zeit von 5:30 bis 6:00 und guck mich da um und da war aber kein Arbeitsprojekt. Und dann bin ich da in der Nähe von der Uferstraße gewesen in Gladbeck-Brauch. Da wohnte so eine junge Dame, in die ich mich ja ein bisschen verguckt habe und ich wollte einfach nur wissen, wo sie wohnt, wo diese Dame denn wohnt. Und ich wusste nicht die Hausnummer, ich wusste nur die Straße. Und da habe ich da auch Leute angesprochen, die zu dieser Tageszeit früh morgens unterwegs waren. Und da konnten die mir auch nicht weiterhelfen. Aber ich habe das Haus dann noch gefunden und mehr nicht. Und dann bin ich ja wieder nach Hause gefahren. Ja, das war jetzt, ich unterbreche noch einmal. Das war jetzt so ein Zufall. Du warst jetzt gerade da hingekommen und dann hast du jetzt auch nach dem Haus von der Frau gesucht. Ja, ich habe festgestellt, dass da in der Nähe die Uferstraße ist. Und da habe ich gedacht, da gucke ich doch mal, wo diese junge Dame wohnt. Und mehr nicht. Gut, dann bist du wieder nach Hause gefahren.
als ich das Haus gefunden habe, wo sie wohnt, bin ich dann wieder zurück nach Hause. Mhm. Und dann bekomme ich dann Ende Oktober 1990 eine Vorladung von der Kripo. Ich denke, was ist denn jetzt kaputt? Und da habe ich auch noch angerufen. Das war also Ende Oktober 1990. Und da sagte der Kriminalbeamte zu mir, ja, Sexualdelikte in Gladbeck braucht. Das ist im Süden von Gladbeck. Ich wohne ja zu der Zeit in Gladbeck. Ja. Und da habe ich mir gesagt, was soll das denn jetzt? Oder was hat das denn jetzt zu bedeuten? Ja. Da bin ich dann am 6. November, es war ein Dienstag um 10 Uhr dahin, zu dem Termin dahin. Mhm. Und dann war ich auf einmal der Verdächtige und nicht mehr derjenige, der Zeuge befragt werden soll. Der Verdächtige. War ich auf einmal der Verdächtige? Ja, Moment, langsam. Verdächtige für was? Was ist vorgefallen? Ja, der hatte mir erzählt, Sexualdelikte in Gladbeck-Brauk. Ja, ich habe gefragt, was habe ich damit zu tun? Was soll ich damit? Ja, und dann war ich auf einmal der Verdächtige. Ich soll derjenige gewesen sein, der morgens um diese Tageszeit von 5:30 bis 6 Uhr da in welcher Form auch immer die Frauen sexuell belästigt. Mhm. Aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich definitiv an den Tatorten nicht dabei war. Mhm. Und dann war ich auf einmal der Verdächtige. Ja, du hast dieses Haus von der Frau, die du kanntest, nur von außen dir angeguckt. Ja. Und da ich wollte nur wissen, wo die wohnt und mehr nicht. Mehr nicht. Und du hast doch. Ich hatte mich so ein bisschen in die verguckt. Okay. Und ich habe gedacht, das ist doch eine, die mir wohl gefallen würde und so weiter und so fort. Wie kam die Polizei denn dann jetzt überhaupt auf dich? Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe nur so eine theoretische Vermutung, dass da vielleicht. Ich habe die Dame dann ja danach, nachdem ich die im September kurz das Haus gefunden habe, habe ich die dann irgendwann angerufen und habe gesagt, ja, ich wollte dich mal privat näher kennenlernen. Und dann meinte die noch zu mir, ja, wenn du bei mir um diese Tageszeit aufgekreuzt wärst, dann hätte ich dir aber eine geklatscht oder so ähnlich. Na gut, es wäre ja auch eine sehr ungewöhnliche Zeit, eine Frau zu besuchen. Ja, ich wollte ja auch gar nicht zu dieser Zeit besuchen. Ich wollte nur gucken, wo das Haus ist. Das haben wir jetzt verstanden. Jetzt nochmal zurück zu der Anschuldigung. Ja, und dann vermutlich war, dass sie das dann bei Siemens in Gladbeck weitererzählt hat. Ich war ja bei Siemens in Gladbeck. Mhm. Und dann hat dann irgendjemand das als Chance genutzt, um mir einen reinzuwürgen, vermute ich mal. Aber es müssen doch dann auch Frauen belästigt worden sein dort. Wo denn? Ja, dort, wo irgendwo da in der Gegend. Es muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ja, in dem Süden von Gladbeck, das war ja auch so. Aber das war irgendjemand, was weiß ich wer, der das in der Zeit damals gemacht hat. Mhm. Und die Kripo hat ja nach diesem Kerl gesucht. Wie bist du denn aus der Nummer wieder rausgekommen? Also, ich habe erstmal nach dieser Vernehmung, nach diesem Verhör bei der Kripo, bei dem Kriminalbeamten, bin ich ganz normal wieder nach Hause. Und dann wurde ich natürlich observiert. Mein Telefon wurde abgehört und so weiter. Mhm. Und dann haben die dann irgendwann im Februar, März 91 dann durch ihre Ermittlungen dann festgestellt oder sind zu diesem Ergebnis gekommen, dass sie wohl bei mir an der falschen Adresse waren. Mhm. Ja. Und dann habe ich da nochmal nachgefragt und dann sagte der Kriminalbeamte zu mir, für Sie ist das doch erledigt, gegen Sie liegt nichts vor. Aber erst nachdem du nachgefragt hattest. Ja, habe ich nochmal nachgefragt. Oder sind die von sich aus auf dich zugegangen, haben gesagt, der Fall ist erledigt, sie sind nicht beschuldigt. Ja, da hat einer mal von der Polizei angerufen und irgendwie ist er dann, ich weiß auch nicht mehr genau, im Sande verlaufen. Auf jeden Fall war das dann so im Februar, März 91, da sagte mir der Kriminalbeamte, der mich damals am 6. November vormittags ab 10 Uhr verhört hat, für Sie ist das doch erledigt, gegen Sie liegt nichts vor. Ja. So, jetzt haben das aber andere Leute mitbekommen, ne, wie du gerade gesagt sicher. Hast. Ja, auch Leute, die mich kannten. Ja. Und die haben natürlich gedacht und gemeint, ich wäre der Täter. Hast du denn deinen Ruf wiederherstellen können? Das weiß ich nicht. Und deswegen möchte ich jetzt hiermit klarstellen und feststellen. Und das sollen für möglichst alle Leute mithören, die mich aus dieser Zeit noch kennen. Ich habe noch nie was mit Sexualstraftaten, mit Sexualdelikten zu tun gehabt. Habe ich heute nicht und werde ich auch in Zukunft nicht haben. Mensch Christoph, das Ganze ist 24 Jahre her. Es ist schlimm genug, wenn du es heute noch mal klarstellen musst. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie schnell man in die Mühlen der Justiz vielleicht gerät und in verdächtig. Weil man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Genau, ganz genau. Ja.
Lieber Christoph, danke, dass du uns auch deine Geschichte erzählt hast. Und ja, alles Gute und hoffentlich hat dein Aufruf, wenn auch sehr spät, nach so vielen Jahren, doch irgendwie eine kleine Wirkung. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik heute Nacht. Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe, dass wir pünktlich sind. Und ihr könnt natürlich gerne immer mailen unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte fasst euch recht kurz. Das ist, ich sage es ja immer wieder, es ist für die Kollegen einfacher, dann schneller zu reagieren und euch dann auch gegebenenfalls schnell zurückzurufen. domian@wdr.de. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss. Thank you.